Hallo ihr Lieben! Eigentlich würdet ihr jetzt hier wahrscheinlich eine Folge Subnautica erwarten, eine neue Folge, die dann ein bisschen mehr mit Expeditionen und Erkunden zu tun hat. Aber ich muss euch sagen, ich habe die letzten Tage echt mit mir sehr gehadert, weil meine Lust auf dieses Spiel momentan nicht so super groß ist. Das ist was, was ich bei Let's Plays immer so ein bisschen schade finde, wenn dann der Spieler das Spiel zwar weiterzockt, aber man schon merkt, dass er nicht so viel Bock drauf hat. Und das möchte ich euch ehrlich gesagt gerne ersparen und natürlich auch mir, weil ein Spiel, das man nur deswegen spielt, weil man sich sagt, du musst jetzt unbedingt eine neue Folge rausbringen, das, ich weiß nicht, ich finde das einfach nicht so gut. Ich brauche einfach mal so ein, zwei, drei Wochen Zeit, wo ich mir sage, okay, jetzt mal kein Subnautica. Ich spiele mal ein, zwei, drei Sachen, auf die ich viel, 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 viel mehr Bock habe als das. Und dann kann ich mich auch wieder dran setzen und mit mehr Motivation an das Ganze rangehen. Was ist denn das? Gravitationsfallenfragment, okay. Das ist auch neu. Also ich meine, momentan wäre eigentlich unglaublich viel Grund, hier irgendwie weiterzumachen. Nicht zuletzt, weil durch das Cuttlefish-Patch-Update etwas Neues ins Spiel gekommen ist, auf das ich eigentlich recht neugierig war. Aber selbst das bringt mich momentan nicht so richtig dazu zu sagen, so, boah, jetzt gehe ich mal ordentlich tauchen und, ne? Ich weiß nicht. Gerade ist so ein bisschen für mich die Luft raus, obwohl hier gerade ordentlich Luft in meine Flasche reinströmt. Ja, klingt jetzt irgendwie doof. Ich möchte euch aber auch nicht vorenthalten, womit ich gerade ein bisschen hadere. Weil ihr seid die Leute, die hier regelmäßig reingucken, die sich vielleicht sogar auf neue Folgen freuen, was mich natürlich immer motiviert. Aber ich habe gerade echt so einen Punkt, wo ich sagen muss, so, ach nee, lass mal, ist nicht so geil. Oh, kann ich hier noch was scannen? Scanne ich hier gleich mal ein bisschen weiter. Naja, auf jeden Fall, der Punkt ist, ich denke mal, ich werde so ein, zwei, drei Wochen aussetzen mit Subnautica und dann geht es hier auch weiter. Es gibt ja noch ein paar Sachen, die wir erkunden können. Und gerade unten in der Tiefe gibt es ja jetzt doch so nette Dinge, bei denen ich sagen muss, da bin ich eigentlich neugierig drauf. Aber das mache ich dann, wenn ich wieder so richtig geil aufs Spiel bin. Wo ich sage so, ja, jetzt endlich einloggen hier, spielen, zocken. Nicht so mit diesem Gefühl ranzugehen, boah, du musst jetzt. Wenn es in Zwang ausartet, dann kann es eigentlich nicht mehr gut werden. Das ist wie mit kreativer Arbeit. Spätestens, wenn du dich zwingen musst, irgendwas Tolles zu machen, dann wird es erst recht scheiße. Und ich möchte euch ja hier eine coole Folge präsentieren, wann immer wir hier Subnautica zeigen. Bis dahin würde ich mal sagen, guckt euch doch einfach bei den ganzen anderen Sachen um, die es auf meinem Channel gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da irgendwas findet, was euch gefällt. Ich meine, gerade geht es mit einer neuen Staffel Conan Exiles los. Ich werde demnächst auch ein kleines Horror-Game hier im Angebot haben. Da dürft ihr euch dann darüber amüsieren, worüber ich mich erschrecke. Und mit Divinity Original Sin gibt es mal ein ganz klassisches Rollenspiel. Vielleicht ist ja auch das was, was euch irgendwie interessiert. Subnautica wird bei mir nicht total verloren gehen, das kann ich euch versprechen. Nur ich warte jetzt einfach gerade mal darauf ab, dass ich wieder Bock drauf habe, das zu spielen. Und dann können wir uns auch wieder so richtig schön in die Tiefe begeben. Also, liebe Leute, macht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es hier weitergeht. Und bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Und wenn ihr das Spiel hier selber spielt, vielleicht schafft ihr es ja vor mir, den Cuttlefish zu kriegen und könnt euch dann mit diesem komischen Dingsbums high-fiven unter Wasser. Ich bin gespannt, ob das überhaupt wirklich funktioniert. Wir werden es sehen. Irgendwann in der Zukunft. Macht's gut, bis denn und tschö.